Hallo, guten Morgen, guten Tag. Mein Name ist K. Dieter Klebsch. Ich bin vom Beruf Schauspieler. Ich bin, wenn man so will, vom Beruf auch Sprecher, Synchronsprecher. Ich arbeite in den letzten Jahren mit meiner Stimme, oder ich beglücke, hoffe ich zumindest, in den letzten Jahren mit meiner Stimme Leute, Schauspieler wie Alec Baldwin, wie Hugh Laurie, Dr. House, wie Ian McShane, wie Josh Brolin und noch ein paar, die ich jetzt aber im Augenblick nicht weiß. Das kommt nicht von mir, nein, 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 nein. Das haben Sie mir mal gesagt. Große Dramatiker und Schauspieler haben sich verschworen, die Selbstgefälligkeit, Korruption und Überheblichkeit zu zerstören. All die Laster unserer reichen, heruntergekommenen, abgestumpften Welt. Mama, haben wir das? Das haben wir. Wie bist du zum Synchron gekommen? In Absicht. Auf der Schauspielschule gab es dann mal damals beim Studio DEFA-Studio für Synchronisation einen Test. Dann sind wir ja ausgeflogen. Ich war in Cottbus, da gab es keinen Synchron. Ich war in Senftenberg, da gab es keinen Synchron. Ich war dann irgendwann in Potsdam. Da gab es zwar auch keinen Synchron, aber Berlin war ja nicht so weit weg. Dann habe ich mich da nochmal vorgestellt, versucht in Erinnerung zu bringen, was wenig brachte, weil der Weg vom Potsdam nach Johannisthal, Berlin-Johannisthal, da waren die Studios, dauerte ewig. Kein Auto, Zug außenrum, Frühprobe bis 2. Du sitzt da. Frühprobe bis 2. Abends Vorstellung oder Probe, da hast du es einfach zwischendurch nicht geschafft, mal dahin zu fahren, um zu synchronisieren. Habe ich wenig Arbeit gehabt, weil ich viel Theater spielen durfte. Und dann gab es TV-Synchron in Adlershof. Die haben sich auf die Art und Weise, wie Schauspielerinnen und Schauspieler überwiegend beschäftigt waren, nämlich fest an Theatern engagiert. Die haben sich darauf eingestellt und haben dann viel nachts gemacht. Dann hatte ich auch irgendwann ein Auto und dann bin ich irgendwann um 9, also 21 Uhr losgefahren. Und dann habe ich bei der TV-Synchron viel machen können, bis früh um 2, halb 3 wieder nach Hause gefahren. Nachts waren die Straßen frei. Und dann war ich relativ zügig zu Hause, früh ein bisschen müde, aber da begann es. Also da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, mich reinzuarbeiten. Kannst du dich an deine erste Synchronrolle erinnern? Nee, Gottes Willen, ich erinnere mich an gar nichts. Also das ist ja ein Vorteil von mir. Meine Festplatte ist immer frei. In dem Zusammenhang kann ich versuchen, kurz eine Geschichte zu erzählen. Die Coen-Brüder sind bekannt. Es gab einen Film, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Der heißt No Country for Old Men. Und der kam raus, gab es eine Besprechung sowohl des Films als auch des Werks der Coen-Brüder in meiner Zeitung. An einem Samstag habe ich das gelesen, sagte zu meiner Frau, Mensch, hier ein neuer Film von den Coen-Brüdern. Ich guck mal, ob der bei uns hier in der Nähe, in unserem Kino, ob der gespielt wird. Wurde gespielt, 17 Uhr herum, sind wir hin. Und wir gehen immer erst rein, wenn diese ganze Werbescheiße vorbei ist. Und dann geht der Film los und irgendwann, nicht direkt am Anfang, ein bisschen später, gibt es dann so eine Einstellung, siehst du so, Mexiko. Und da ist einer mit einer Kanone unterwegs, Stetson auf der Birne, schießt irgendwann mit der Kanone daneben, also er will irgendwelche wild schießen und sagt, Scheiße, meine Stimme. Meine Frau saß neben mir, fliegt der Arm, jetzt weiß ich, warum wir ins Kino gehen sollten. Das bist doch du. Ich sage, gib mir einen Augenblick Zeit, gib mir einen Augenblick Zeit, ich muss nachdenken. Ich glaube, maximal 15 Minuten haben wir den noch an der Backe, dann ist er weg. Ich hatte keine Ahnung mehr, ich wusste nichts mehr. Ich sah dann während des Films, also das war in dem Fall das erste Mal, dass ich Josh Brolin sprechen durfte. Im Laufe des Films sah ich, da muss das noch kommen und da war doch noch sowas. Also ich bekam mit, dass das die dritte Hauptrolle war in diesem Film. Dieser Badem war ja großartig da. Den Sheriff spielt, den Namen kann ich mir nicht merken, oh, ein ganz großer Schauspieler. Also jedenfalls, diese Rolle war 4/5, 5/6 des Films anwesend und irgendwann kurz vor Ende des Films starb er. Nichts mehr. Ich wusste nicht wo, ich wusste nicht mit wem. Weg. Und das ist schön. Also mir gefällt das sehr. Aus dem einfachen Grunde, ich habe Platz für Neues. Wie wurdest du zur deutschen Stimme von Hugh Laurie?
normal Probe sprechen. Also ich will nicht verhehlen, dass derjenige, der das dann machte, also der Dieter Begerlach, der da die Regie führte, wir kannten uns aus anderen Arbeiten. Also er kannte mich, ich kannte ihn. Und ich auch größere Sachen bei ihm gesprochen hatte. Und er sagte, da ist ein Typ, da passt du drauf, wie man so sagt, wie Arsch auf Eimer. Ich sage, naja, warte erst mal ab, ich will das, und du bist das, du bist das. Und dann habe ich ein Probesprechen gemacht, keine Ahnung, 10 Takes oder sowas. Und dann kam irgendwann der erste Termin. Wir begannen damals in Hamburg oben, die Firma saß in Hamburg, die Serie machte. Und dann war klar, dann war ich das. Ich war ja, das war so eine schöne Weile her. Ich hatte dann gesagt, Kinderchen, das ist doch Kacke, ey, wirklich. Damals gab es wirklich, du konntest auf Kanäle gucken, wo du wolltest, Arztserien. Deutsche Eigenproduktion und so, Arztserien. Und jetzt noch eine. Der war zwar ganz anders, ich war ja nicht blöd, aber da ich die anderen Arztserien nicht guckte, wusste ich nicht, wie sie waren. Ich wusste nur, dass es sie gab. Und die sagten dann immer, warte. Regie und Ton, das gute Ding, das ist wirklich, ist ja auch ganz anders, der Typ, ist ja ganz anders. Naja, dann haben wir da so vor uns hingemacht und dann irgendwann begann es ja, wurde es ja ausgestrahlt. Ja, und dann kriegte ich hier mit, was da, also dass das eine Arbeit war, natürlich aber auch die Vorlage, super Bücher, wirklich wunderbare Geschichten, die Figuren, die Konstellation, also das war, mir hat das sehr gut gefallen, nicht weil ich da drin sprach, sondern ich fand das schon wirklich großes Kino. Wie hast du dich auf die Rolle von Dr. House vorbereitet? Nie. Also dieses ganze, weißt du, ab und zu gucke ich mir Talkshows an. Und dann gab es in der Vergangenheit gelegentlich, ach übrigens, falls Sie sich wundern, meine Damen und Herren, warum der Stuhl hier noch leer ist, wir erwarten Herrn oder Frau, oder Namen, hat noch Vorstellung, kommt etwas später dann, ne? Ja, und dann diese Moderatoren, die ja manchmal wirklich von einer Ahnungslosigkeit, die triefen ja manchmal von Ahnungslosigkeit. Oder es gibt Kataloge, in denen die Fragen stehen, die man Schauspielerinnen und Schauspielern stellt. Und dann kam der Kollege irgendwann und sagen Sie mal, Sie haben ja nun jetzt so und so lange auf der Bühne gestanden und diese Figur gespielt, irgendwas, weiß ich nicht, irgendeinen schlechten Charakter, also einen, keine Ahnung, Mörder, ist ja auch egal. Und dann kommt, wie kommen Sie denn jetzt da? Ich meine, wie lange brauchen Sie denn, bis Sie da wieder rausgekommen könnte ich, wirklich im Strahl, weil das so dusselig ist. Also ich habe 20 Jahre, lass mich nachreden. Ein bisschen mehr als 20 Jahre habe ich Theater gespielt. Und große Rollen durfte ich spielen. Was wir auf der Bühne, in Stücken, die zumindest streckenweise sehr tragisch waren, was wir da für Mist gemacht haben als Schauspieler auf der Bühne. Natürlich untereinander. Also da war keiner irgendwann, du eine halbe Stunde vorher tauche ich in den Richard ein und dann bitte sprich mich nicht mehr an. Es könnte sein, ich bringe dich um. Oder das ist alles Moppitz. Wirklich Moppitz. Schauspielerei ist Handwerk. Und nur gerade im Synchronbereich, wo das ratzfatz gehen muss, also geht einfach, wenn du das Handwerk nicht beherrschst, was ja beim Synchronisieren bedeutet, du guckst drauf, also um bei dem Dr. House zu bleiben, du guckst dir das an, der ist ja wirklich, hat das ja so großartig gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, der musste die Texte ja alle im Kopf haben, ich konnte es ja ablesen. Und meine Takes waren kürzer als die Einstellung, die er zu machen hatte. Und wenn du dann erst sagst, auch Kinderchen, Kollegen, entschuldigt bitte, ihr könnt mal kurz rausgehen, trinkt doch noch mal einen Kaffee auf meine Kosten. Ich muss mich jetzt erst mal einfühlen. Dann sagen die, es war jetzt sehr interessant mit Ihnen, das war's dann aber auch. Und das ist Handwerk. Du musst in der Lage sein, wenn der lacht, du guckst dir den Take an, dann musst du lachen. Wenn der heult, musst du heulen. Wenn der brüllt, musst du brüllen. Wenn er sensibel ist oder wenn er irgendwelche Brüche hat, redest irgendwas. Achso, Entschuldigung. Zwei Kaffee. Ich will auch noch einen, ja? Danke. Und das muss einfach sofort da sein. Und das geht nur, wenn du dein Handwerk beherrschst. Warum stehst du nicht mehr auf der Theaterbühne? Also Theater habe ich abgewählt damals. Das war klar. Da hatte sich so viel verändert nach dem Fall der Mauer. Ich war ja in Potsdam, um das zu sagen, Potsdam am Theater. Also ich bin
Ja, ein Ex-Ossi. Und dann veränderte sich das Theater komplett in einer Art und Weise, die ich einfach nicht mittragen konnte. Es wurde, so wie es heute ist, es wird aus so einem kleinen Ding, da wird hinten irgendwas reingesteckt und dann wird das zu einem Event aufgeblasen. Irgendein Scheiß wird aufgeblasen. Und da kamen dann Leute und machten aus Stücken, die wirklich gut sind, versuchten da Events zu machen. Da wurden Lieder gesungen, die nicht drin waren. Da wurden Tänze getanzt, die nicht drin waren. Es hatte mit dem Stück, du hast das ja kaum noch erkannt. Und das hat mir wehgetan. Also ich meine damit nicht, dass wir Besseres, wir haben komplett anderes Theater gemacht. Wir haben Geschichten erzählt. Wir haben die Situation uns mühsam erarbeitet, in denen sich die Figuren befanden oder auch nicht mühsam, ist ja egal. Aber wenn du reingegangen bist, dann begann auf der Bühne wurde dir eine Geschichte erzählt. Und wenn du rausgegangen bist, hast du die Geschichte in der Interpretation derer, die an dem Theaterabend beteiligt waren, dann hast du die Geschichte gehabt, dann hast du sie gemocht, du hast sie nicht gemocht, wie auch immer. Aber heutzutage, also ich kenne viele Stücke, Shakespeare, Schiller, was auch immer. Und es gab mal eine Inszenierung, ich sage jetzt den Titel nicht, wo ich nach 10 Minuten, den habe ich mir zu Hause angeguckt, Dreisat, war Theatertreffen, so eine zeitversetzte Übertragung. Nach 10 Minuten war ich am Bücherregal, das war Shakespeare in dem Falle, und habe das Stück rausgesucht, um mal nachzuschlagen. Das war's nicht. Das war alles andere als das. Es war, wenn ich sage, durch was die gewartet sind, dann würde man das ja erkennen können. Es war, es ist, und es hat, weißt du, das hat dann auch mit Schauspielerei, wenn du dann nur noch brüllst, wenn du dich irgendwie über die Bühne rollen musst, komplett gaga. Und dann sollst du die Hosen runterlassen oder du sollst dir einen runterholen oder... Och, nee. Also es gab da noch Angebote, nachdem ich das Theater verlassen hatte, die ich aber auch alle sofort abgesagt habe, weil ich... Nee, ich wollte es mehr. Ich habe es erlebt. Ich habe also Verschiedenes erlebt. Ich habe... hat Spaß gemacht. Wir hatten Erfolg. Wir sind richtig auf die Fresse gefallen. Das Hans-Otto-Theater in der Form, also das Gebäude gibt es ja nicht mehr. Aber ich denke mal, da im Erdreich werden noch einige Rollenleichen von vielen von uns, die wir damals erarbeiteten, rumliegen. Welche deiner Rollen war für dich besonders interessant? Eine sehr schöne Arbeit war Dr. House. Dann gab es eine Serie, die gibt es natürlich immer noch irgendwo, die heißt 30 Rocks. Das war mit Alec Baldwin. Die war auch komplett abgefahren, aber die hat hier zum Beispiel keinen interessiert. Wir haben sie auch irgendwo versendet. Es muss einfach, die Figuren, also du bist ja dann immer derjenige, der das ins Deutsche bringt, was der da im Englischen, im Amerikanischen, Englisch, was auch immer macht. Und was er da zusammenstellt. Und wenn es schön ist, wenn es interessant ist, wenn es facettenreich ist, was der macht, dann macht es mir natürlich sehr viel Spaß. Wir wissen ja alle, es gibt viele Sachen, die wo dann einfach einer kommt, hey, tut mir leid, wollte ich nicht. Nein, das will ich nicht. Nee, interessiert mich nicht. Und dann geht er zum nächste Szene und sagt, guten Tag, mein Name ist Paul. Ah, Paul, ja, Paul. Also, wo, ja, weiß ich nicht. Also, es dann macht mir, also, ich muss dazu sagen, mir macht das Synchronisieren grundsätzlich Spaß. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Einer ist nicht unwesentlicher ist, weil wir gerade vorhin beim Theater waren. Wenn du eine Arbeit begonnen hast am Theater, Montag, Konzeptionsprobe, und dann wurde dann durch die Regie, durch die Dramaturgie, der Bühnenbildner war da, Kostüm war da, wurde alles angeguckt, wie es so wie, guck mal an, ich sehe ja mächtig dämlich aus in dem Kostüm, na gut. Und dann hast du dir das erarbeitet. Mitunter hast du aber schon nach einer Woche gemerkt, was ist denn das? Dödel. Wieso ist denn der oder die Regisseur, Regisseurin? Der weiß doch überhaupt nicht, was er damit machen will. Das bedeutet automatisch, alle, die auf der Bühne irgendwie rumspringen, sind auf sich selbst zurückgeworfen. Das heißt, du machst mit deinen Kollegen das irgendwie. Es klingt arrogant, aber
Es war Realität, x mal Realität. Und dann fängt die Leidenszeit an. Dann kriegst du diese Arbeit, die dann auf eine bestimmte Art und Weise eine Quälerei ist, nicht mehr aus deinem Kopf raus. Also du hast sie, du machst früh die Augen, oh Gott. Jetzt geht's, wir haben, anderthalb Stunden habe ich noch. Dann bist du zwei, wir haben aber 10 bis 14 Uhr, 19 bis 22 Uhr probiert. Dann gehst du 14 Uhr aus der Probe raus, wenn du die ganze Zeit dran warst. Fährst nach Hause und dir ist die ganze Zeit gar nicht gut. Weil um 19 Uhr bist du wieder da. Bis 22 Uhr. Und das treibst du dann, je nachdem wie lang die Probenzeit für das Stück war, 4 oder 5 Wochen, leidest du vor dich hin und um dich rum und hoch und runter. Und das macht dann wirklich keinen Spaß. Synchron dagegen. Da kommst du ja oftmals hin. Was jetzt möglicherweise für Leute, die also mit dem Synchrongeschäft nicht so vertraut sind. Gerade wenn man eben Episodenrolle in irgendeiner Serie, die also läuft, spricht, egal wie viel Takes, du weißt ja gar nicht, was du machst. Was macht ihr hier? Ah, Criminal Minds oder das, ah schön. Ja, Dieter, du, höre ich dann immer, du, deiner ist Arschloch. Ich dachte, das hätte man gar nicht mehr so. Musst du mir sagen, war mir schon klar. War mir schon klar. Weil es bei mir einfach so war, dass ich damals, ich habe letztens wieder durch Zufall, wirklich durch Zufall, weil ich das, wie gesagt, Festplatte immer sauber, macht einer einen Mund auf in irgendeinem Film aus den 90er Jahren. Beim Zappen. Den Moment mal. Das bist doch kaum zu erkennen. Völlig andere Stimme. Hat sich dann einfach im Laufe der Jahre dahin entwickelt, durch sehr viel arbeiten dürfen, ist sie so geworden, wie sie ist. Und damals war es dann eben noch so, dass ich einen Papa gesprochen habe, einen Lord gesprochen habe. Also unterschiedliche Figuren, die auch unterschiedlich waren. Also gut, lieb, zart, sentimental, was du dir alle. Manche waren natürlich noch in der Endkonsequenz irgendwie, das war dann der Mörder, obwohl er kein Gärtner war. Und irgendwann war es aufgrund der Stimme so, dass sie alle der Meinung zu sein scheinen. Also bei Dr. House war es das Ironische, das Zynische, das Menschenverachtende, was ich nicht habe. Aber was möglicherweise mit dieser Stimme zu transportieren ist, wenn die Figur so läuft. Naja, und dann, ich kann mich wirklich kaum noch erinnern, wann ich mal irgendwas, eine Figur in der letzten Zeit gesprochen habe. Das ist ja, wenn eine Figur den Mund aufmacht, mit meiner Stimme, ist aber jetzt momentan Lieutenant beim Dezernat X oder weiß der Geier was. Ah, Bulle, ist ein guter. Kannst du sicher sein, der ist es am Schluss. Der ist es am Schluss. Wie war für dich die Arbeit an gute Zeiten, schlechte Zeiten? Herrliche Zeit. Nicht einfach die Entscheidung, gar keine Frage. Das war damals Kirch. Pleite. Ich hatte zu der Zeit gut zu tun, sehr gut zu tun, bevor es kam. Dann gab es bei mir und bei vielen anderen wirklich einen schwarzen Freitag. Man verabschiedete sich Freitag. Ich glaube, es war bei mir so die Mittagszeit, dass ich nach Hause fahre. Also war Schluss. Und war klar, am Montag bin ich in Johannisthal. Gab es eine Firma, die hauptsächlich oder ausschließlich Aufträge gemacht hat für Kirch und eine andere Firma, Trappetiefer, glaube ich, die ihm gehörte. Also auch Kirchaufträge. War ja einer der größten oder der größte Filmhändler Deutschlands. Und dann war klar, dass ich am Montag also erstmal da oben anfange und dann nach 2 Stunden, 3 Stunden Arbeit da gehe ich runter und mache in der Serie meine Rolle und so. Das löste sich aber auf in nichts, weil dann im Laufe des Nachmittags die Anrufe kamen. Übrigens, Dieter, der Termin Montag, der fällt aus. So dass ich also Montag dann frei hatte. Und das war's dann. Also da hatten dann die Firmenchefs, haben ja damals, also die Pleite war schon bekannt, aber sie haben immer noch produziert und immer gehofft, irgendwann eine Information zu bekommen. Bekommen wir die Arbeit abgenommen und vor allen Dingen bekommen wir sie bezahlt? Und dann war also klar, Insolvenz, haben gesagt, wenn überhaupt, die Insolvenzverwaltung, so wurde es kolportiert, also wenn überhaupt, dann seid ihr die Letzten, die da Kohle kriegen. Und dann haben sie gesagt, dann ist Schluss. So, da habe ich zwar immer noch zu tun gehabt, aber es war schon deutlich weniger. Und dann war eine Ecke. Ich fahre irgendwo hin, spreche ins Mikro. Tschüss, tschüss.
ob es da noch andere Verflechtungen mit anderen Firmen gab durch Kirch, ob die vielleicht auch noch runtergezogen werden konnten. Keine Ahnung. Und Justament, man wusste also noch nicht, ob man am wirklich Talsohle erreicht oder bohren wir auch noch große Löcher, in die wir fallen können. Und da kam die Anfrage. Da habe ich dann erstmal gesagt, hatte eine Bedenkzeit, also die ich mir ausgebeten hatte. Und dann habe ich im Kopf Gespräche geführt. Das war so ähnlich wie am Theater, wenn du so eine Scheiße an der Backe hattest. Ich redete permanent mit Leuten, die ich kannte. Mit Kolleginnen und Kollegen. Erzählte ihnen. Und dann hatte ich die Reaktion. Und natürlich viel mit meiner Frau darüber geredet. Ist auch Schauspielerin. Und dann habe ich mich einfach entschieden, ich mache es. Also ich habe meine Grenzen, wir haben alle unsere Grenzen und ich kenne meine Grenzen als Schauspieler und habe dann aber gesagt, du, da hast du gutes Einkommen, also ich bin ja bescheiden, bist von der Straße weg, falls das dann mit dem Synchron wirklich komplett den Bach runtergehen sollte, also jetzt nicht, was meine Person nur betrifft, sondern das ganze Gewerbe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach das. Und dann habe ich das gemacht. Wir haben damals einen Vorlauf gehabt von ungefähr 7 Wochen. Das bedeutet also, du produzierst 7 Wochen, das geht in die Kiste und nach 7 Wochen ist man dann an der Stelle beim Versenden, wo die Figur Kuckuck macht. Mich gibt's auch noch. Wie haben deine Kollegen reagiert? Das war dann interessant. Also ich gehe mal davon aus, und ich glaube, ich liege da nicht falsch, die in den Jahren, die ich da gearbeitet habe, nie was zu mir gesagt haben, was diese Arbeit betraf. Die haben es entweder nicht gewusst oder die fanden es scheiße. Dass man also, wie kann man als Schauspieler und Bühne und bla bla bla, also das ist doch das letzte Format, etc. etc. War ja okay. Und nur eine Vermutung von mir. Aber die, die kamen, sag mal, du, bist du jetzt, habe ich dich letztens im Fernsehen gesehen? Ja, wo denn? Na hier, oh Gott, wie heißt denn das Ding? Ich meine, ich denke, Mensch, spielst doch wenigstens ein bisschen besser, weil den Titel kennt ganz Deutschland. Ob du das guckst oder nicht schaust, das ist völlig egal. Hier, dieses Ding da auf RTL, du meinst gute Zeit, schlechte Zeit. Ja. Bist du jetzt da? Hast du da nur was Kurzes oder was? Nee, ich bin im Hauptcast. Nein, jetzt immer ehrlich? Wie? Ich bin im Hauptcast. Da haben mich gefragt und dann habe ich gesagt, oh, mach ich so. Und jetzt, oh, das ja, also ich habe das, hast du es gut gemacht. Also mir hat mir gefallen, was du da gemacht hast. Und ich sage, du denn? Guck doch öfter rein. Also ich glaube, ich schaue jetzt öfter. Ich weiß nicht, wo dein Fernseher steht. Auf dem Klo oder im Wohnzimmer. Ich werde jetzt wahrscheinlich zumindest erstmal ein Jahr oft von, wann war das immer? Ich habe es 1920, 1940, egal. Werde ich oft reinschauen. Ja. Und dann kamen andere dann, ich habe dich gesehen, du bist jetzt da, irgendwie Hauptrolle da. Also, ne? Ja, Hauptkreis. Du sag mal, je nachdem, also 2 oder 3 haben es gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Je nach Konstitution, wenn die mal so einen großen Dicken brauchen, kannst du da nicht mal? Oder aber, wenn die so eine kleine Zarte brauchen, kannst du da nicht mal? Ich sag, Kinder, ich bin da einer von vielen, ich hüppe nur vor der Kamera rum. Mehr ist da nicht. Also, aber wenn ihr das möchtet, dann, ihr wisst doch, wie so ein Zettel geht. Bild, Text. Ich nehme den mit. Ich weiß, wo das Besetzungsbüro ist. Spring da mal rüber. Preise euch natürlich an. Wie sauer Bier. Und bei einem Kollegen hat es auch geklappt. Der hatte dann Tagesrolle oder so. Heißt aber nicht, dass es nur ein Tag ist, sondern kannst auch mehrere Tage und kannst dann in 4 Wochen noch mal rum. Also die Figur guckt dann in 4 Wochen noch mal rum. Hast noch mal 2 Tage. Na, dann habe ich das da gemacht. Viele fanden das großartig, weil das nicht sehr weit vom räumlich nicht sehr weit von meinem Wohnort entfernt produziert wurde. Aber ich habe auch das Glück gehabt, eben in dieser Zeit sehr viel synchronisieren zu dürfen. Was geht, wenn du in so einer Daily bist? Weil das, was den ganzen Tag bestimmt, ist die Zeit. Und wenn ich die Dispo hatte und ich wusste, ich bin am Dienstag von 8 bis 9:20 Uhr disponiert,
Das waren dann vielleicht so 4 Bilder oder 5, je nachdem, ob ein Kostümumzug war oder so was. Dann konntest du dich drauf verlassen. Weil wenn die ins Hängen kamen, was passierte, dann kam alles durcheinander. Denn an dem Tag muss das konkret rein, was auf der Dispo steht. Sodass ich dann mit meinem Disponenten mal ein Zeitfenster ausgemacht habe, also um bei dem Beispiel zu bleiben, 29, habe ich gesagt, pass auf, da hauen wir 40 Minuten erstmal drauf. Sicherheit. Das heißt also, Babelsberg, Abfahrt möglich um, könnte dann da sein, um, da, ne, wisst Bescheid, alles klar, wuff. Und das flutschte. Und das, dass ich noch nebenbei viel in der Zeit begann, Dr. House, habe ich da gemacht. Bin ich am Wochenende immer nach Hamburg gefahren und dann habe ich immer versucht, mit dem Montag freizuschaufeln. Was mir nicht immer gelang, aber sehr oft, weil das war immer der Probentag. Auf welche Arbeiten bist du besonders stolz? Also am Theater war es Amadeus, das Stück Amadeus. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die Inszenierung wurde damals auch sehr angenommen. Und da spielte ich den Salieri. Also das Stück heißt Amadeus, aber die Hauptrolle ist Salieri, der ja denkt, er habe Mozart ins Jenseits befördert. War eine interessante Besetzung, nämlich damals zu der Zeit arbeitete Jörg Schüttauf bei uns am Theater, der war der Amadeus. Und ich spielte den Salieri, das war eine Hammerarbeit. Also ich meine auch sehr umfangreich, ich glaube, ich bin die Figur, abgesehen von der Pause, wo wir alle Pause hatten, kommt die nur 30 Sekunden. Ich musste hinten einfach nur da abgehen, rumrennen wie ein Bekloppter, damit ich dann zum Stichwort auf der anderen Seite wieder auftreten kann. War sehr schön. Also habe ich mich sehr herausgefordert, gefordert gefühlt. Und wie gesagt, schön ist es natürlich auch, wenn es dann auch noch so das Ergebnis der Arbeit so vom Publikum angenommen wird. Ich durfte am Theater sehr viele Sachen spielen, die sehr schön waren, die mir Spaß gemacht haben. Falls vorhin der Eindruck entstanden ist, ich habe in vielen Schrottinszenierungen, die gab es, das wollte ich nur erwähnen, aber es waren auch sehr schöne, sehr, sehr schöne Inszenierungen, die ja in Potsdam gemacht worden sind, weil wir auch tolle Regisseure da hatten, eindeutig. Und ansonsten, also das Schöne ist, ich sage immer, und das sage ich schon seit vielen, vielen Jahren, wenn meine Frau dann fragt, ach sag mal, musst du morgen weg? Ich darf weg. Ich muss nicht weg. Man möchte, dass ich komme. Das heißt, ich darf morgen arbeiten. Und also gerade im Zusammenhang, ich weiß, das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, aber das war ja nur damals auch ein Hype bei Dr. House. Das hat Gott sei Dank mit mir überhaupt nichts gemacht. Also, weil es war eine Arbeit wie jeder andere, nur das Ergebnis war einfach, boah. Und das war dann einfach schön. Und es hat natürlich, wenn so einen Typen zu synchronisieren, den habe ich ja nun Gott sei Dank an der Backe. Der hat ja dann einen Kinofilm mitgespielt. Dann hat er selber, jetzt wieder in 2 Serien gespielt, aber die sind relativ kurz. Das ist ja momentan der Trend, dass sie so 8 Folgen machen oder 10 Folgen. Dann wird es auf den Markt geschmissen, dann guckt man mal. Da habe ich ihn auch sprechen dürfen. Und das ist ein toller Schauspieler. Und das macht einfach, also den zu synchronisieren, macht mir sehr viel Spaß. Alec Baldwin, Ian McShane, das ist einer, das ist so, ich weiß gar nicht, also ob ich so alt bin wie er, keine Ahnung. Aber der hat wirklich, was der da teilweise abzieht, das ist schon ziemlich irre. Und das darf ich ja danach machen. Und na, Josh Brolin sowieso, den habe ich jetzt zurzeit wieder, weil der arbeitet offensichtlich sehr viel. Und das ist auch, das ist schön, wenn du mit, in dem Fall muss man ja sagen, konfrontiert, das meint ja nichts Negatives, mit Schauspielern konfrontiert wirst, die in Filmen spielen, wo es nicht nur darum geht, wer hat das schnellste Auto, wer hat die schnellste Kanone, wer hat die größten Explosionen in seinem Film, sondern dass einfach noch was passiert. Ist nicht immer so, aber wenn es so ist, und das passiert relativ häufig, dann würde ich sagen, macht Spaß und dann ich würde nicht sagen, dass es dann Höhepunkte sind. Ist Xen für dich ein Vor- oder Nachteil? Vorteil.
Es ist einfach so, weißt du, ob du willst oder nicht, jeder hat einen Rhythmus. Und wenn du so wenn du etwas sehr lange machst, damit meine ich eine Serienhauptrolle, lange sprichst, dann flutscht es. Und dann gibt's eine Disposition, wo, keine Ahnung, 34 Takes die Stunde drauf sind. Und wenn das einfach, wenn du ihn hast, also wenn du die Figur hast, es ist ja so, du weißt dann ganz genau, da ist es wieder, also die kleinen Dinger, die sie so machen, tun, irgendwelche Blicke, aber auch was sie so mit den Lippen machen, du denkst, wenn der Ton weg ist, der spricht doch, nee, der spricht nicht, das ist wieder, und dann läuft es. Und dann ist es einfach, kommst nicht in die Verlegenheit, also bei mir ist die Gefahr besonders groß, zu schwatzen mit jemandem, verstehst du? Also wir damals zu dritt oder zu viert drin waren oder manchmal auch zu fünft im Atelier. Ja, wir haben doch nicht einen Augenblick die Schnauze gehalten. Das war noch in der Zeit, wo die Videokassette arbeitete. Wir fahren 20 Takes vor. Dann konntest du beruhigt mal, ich übertreibe jetzt, die Toilette aufsuchen. Und wenn du wiederkamst, waren sie immer noch am Fahren. Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber da hast du viel Zeit gehabt. Dann wurde geredet. Ich glaube, der Tee kommt. Was? Oh, ja. Was ist die Sekunde? Okay, wer ist das jetzt eigentlich? Na, du bist es nicht. Ah, nee, du bist das. Ah, klar. Und da wurde gescherzt und gemacht und getan. Und da haben wir natürlich die Arbeit auch geschafft. Gar keine Frage. Aber ich mag das sehr.